Willkommen beim Podcast der Oldenburgischen Landschaft, Kulturland zum Hören. Zu dem Thema der Norden, Krieg, Inseln, Stürme, Meer und Wasser, liest Karin Janssen folgende Artikel. In einer Viertelstunde fallen 6000 Bomben. Inselchronist Hans-Jürgen Jürgens hat den 25. April 1945 penibel dokumentiert. Von Rainer Reude. Aus der Ausgabe 2, 2010, Nummer 144, Seite 8. Enno Eden, Klaus Hepp und Leo Firmenich sitzen vor der Apotheke in der Sonne. Der 25. April ist einer der ersten wirklich schönen Frühlingstage in diesem Jahr 1945. Die Schüler sollten eigentlich Schularbeiten machen, doch dazu haben sie wenig Lust. So kommt ihnen ein Kutscher wie gerufen, der mit zwei Wagen voller Proviant auf dem Weg zu einer Funkmessanlage im Westen der Insel ist und der die drei Jungs aufspringen lässt. Niemand ahnte in dieser Stunde, dass der Tod nach Wangerooge unterwegs war. 480 englische, kanadische und französische Bomber, gestartet auf 25 Flugplätzen im Südosten Englands, waren an diesem Nachmittag gegen 16 Uhr nur noch rund 270 Kilometer von der Insel entfernt. Für die 4000 alliierten Offiziere und Mannschaften war es der letzte Feindflug im Zweiten Weltkrieg. Sie hatten gerade den Kurs gewechselt, um Wangerooge direkt anzufliegen. Die Schilderungen der drei Schüler sind in dem Buch »Zeugnisse aus unheilvoller Zeit« von Hans-Jürgen Jürgens nachzulesen. Minutiös hat der Wangerooger Inselchronist und Hobbyhistoriker die Kriegsereignisse auf der Insel Spiekeroog, Wangerooge und Langeoog nachgezeichnet. Er befragte Hunderte von Zeitzeugen und recherchierte penibel. Um auch den Zusammenhang zwischen lokalem und nationalem Kriegsgeschehen zu verdeutlichen. Altbundespräsident Richard von Weizsäcker schrieb dem heute 83-Jährigen, ihm sei mit dem Buch, das 7 Auflagen erlebte, ein beeindruckendes Werk gelungen. Leutnant Adolf Lüdemann, Jägerleitoffizier und von seiner Einberufung Student der Theologie, erkennt von dem neuen Kurs, dass das Ziel der anfliegenden Verbände Wangerooge sein könnte. Bald wird es ihm zur beklemmenden Gewissheit, dass der Insel schwere Gefahr droht. Unter größten Schwierigkeiten setzt er beim Festungskommandanten durch, dass auch für die Zivilbevölkerung Alarm gegeben werden soll. Mehr als 40 Seiten lang ist allein das Kapitel über den schweren Luftangriff auf Wangerooge am 25. April 1945. Es war einer der letzten Großangriffe der Alliierten gegen das zu dieser Zeit militärisch längst dem Untergang geweihte Deutsche Reich. Auf Wangerooge hatte Festungskommandant Korvettenkapitän Stürenberg freilich noch 5 Tage zuvor zu Hitlers Geburtstag Durchhalteparolen ausgegeben und die Insulaner aufgerufen, die Festung als Sperrriegel vor meinem Heimatort zu verteidigen. Ich muss aber auch erwarten, dass ihr den von mir zur Sicherung der Verteidigungsbereitschaft der Festung gegebenen Weisungen bedingungslos Folge leistet und alles tut, was in euren Kräften steht, die Abwehrkraft und Kampfgemeinschaft zu stärken. Andreas Hagen ist 20 Jahre alt und sitzt am Leitstand einer Batterie im Osten der Insel. Nur mit einer Badehose bekleidet, genieße ich während meiner Wache den ersten warmen Frühlingstag. Da meine drei Brüder gefallen waren, fiel ich auf Antrag meines Vaters unter die Schutzbestimmung, nach der zuletzt übrig gebliebene Söhne an weniger gefährdeten Stellen eingesetzt werden können.
Gelegentlich telefoniere ich mit der Braut meines gefallenen Bruders, die in Emden Dienst tut. Kurz vor 5 ruft sie an. Mitten im Gespräch sagt sie plötzlich: 350 Maschinen in Anflug auf. Da ist die Verbindung unterbrochen. Kurz darauf vernehme ich ein durchdringendes Brummen. Die zum Teil schon im Ersten Weltkrieg und dann vor und während des Zweiten Weltkrieges auf der Insel angelegten rund 100 Bunker mit Flak- und Geschützstellungen sollten in erster Linie den Zugang zum Reichskriegshafen Wilhelmshaven sichern und zugleich der Luftverteidigung gegen anfliegende alliierte Bomberverbände dienen. Jürgens kommt, wie andere Historiker auch, in seinem Buch allerdings zu dem Schluss, dass die Alliierten die von ihnen vermutete Feuerkraft der Wangeroger Batterien in tragischer Weise stark überschätzten, was zur Katastrophe führte. Tatsächlich waren Ende April nur mehr als 2 schwere Flak-Batterien und 4 mittlere Seezielgeschütze einsatzbereit. Fest steht, dass dieser taktische Luftangriff kein Terrorangriff gegen die Zivilbevölkerung sein sollte. Ebenso wenig war die Erklärung Wangerooge zur Festung ein Grund für die Bombardierung, resümiert Jürgens. Als kurz vor 17 Uhr feindliche Flugzeuge über ihre Köpfe hinwegjagen, um Zielmarkierungen zu setzen, wissen die Jungs auf den Pferdewagen sofort, was das bedeutet. »Denn wir sahen von Westen die Bomber kommen«, berichtet Leo Firmenich. Er und seine beiden Freunde suchen in einem durch Netze getarnten Deckungsgraben Schutz. Plötzlich schlugen ganz in der Nähe Bomben ein und alles war dunkel. Als alles ruhig geworden war, riefen wir gemeinsam um Hilfe, denn wir steckten tief im Sand. Enno Eden rief nach seiner Mutter. Der geballte Angriff der alliierten Bomberpulks setzte um 17 Uhr ein. Erst im letzten Moment war Fliegeralarm ausgelöst worden. Das Inferno dauerte exakt eine Viertelstunde. 15 Minuten lang, schreibt Jürgens, bebte die Insel unter dem Bombenhagel. Den in die Keller und Bunker geflüchteten Menschen schien das Bombardement endlos zu dauern. Das Dorf war in einen Trümmerhaufen und die Dünen durch die unzähligen Bombeneinschläge in eine sandige Wüsten- und Kraterlandschaft verwandelt worden. In 3 Angriffswellen waren über 6000 Bomben gefallen, mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Soldaten, Insulaner und in großer Zahl auch ausländische Zwangsarbeiter. Die Alliierten verloren 70 Besatzungsmitglieder in 7 Bombern. Auf der Insel waren 63 Häuser zerstört und 170 beschädigt. Es gab keinen Strom und kein Wasser mehr. Die Kanalisation war zerfetzt. Abends spät bin ich im Dünenbunker. In der Nähe des Bunkereingangs liegen Sterbende, erzählt die Lehrerin Wilma Riebow. Im hinteren Bunkerraum finde ich meine Schülerinnen Hanna und ihren Bruder Hermann. Hanna hat eine schwere Gehirnerschütterung. Mit einem feuchten Lappen kühle ich ihre Stirn und netze ihr die Lippen. Immer wieder flüstert sie: »Mutter, gib uns zu trinken. Nur uns Kindern.« Sie weiß nicht, dass ihre Mutter und ihre Schwester unter den Trümmern des Hauses Seerose umgekommen sind. Der Luftangriff führte nicht zur Kapitulation der Festung Wangerooge. Selbst am 1. Mai, als die Nachricht von Hitlers angeblichem Heldentod am Vortag die Runde macht, schreibt ein Korvettenkapitän Miesner an die Soldaten: »Gerade jetzt, in der Stunde der höchsten Not für unser geliebtes Vaterland, sind wir auf unseren Inseln Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge und Oldeoog berufen und entschlossen, sie verbissen als je mit der Waffe in der Hand zu verteidigen.« Noch am 2. Mai wird ein holländischer Zivilarbeiter wegen Plünderung hingerichtet. Am 4. Mai werden die letzten Salven
auf feindliche Tiefflieger abgeschossen, die einen Schlepper attackiert hatten. Erst nach der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation am 4. Mai geht am 5. Mai der Krieg auch auf Wangerooge zu Ende. Am 11. Mai landen die ersten 4 Kanadier als Besatzer auf der Insel. Sie sind der Letzte, der das Schiff verlässt. Ein Gespräch mit Leo Trepp, letzter Landesrabbiner des Freistaats Oldenburg, über die bitteren Jahre zwischen 1933 und 1938, seine Hoffnungen und seine neue Heimat Amerika. Kulturland, Ausgabe 3, 2008, Nummer 137, Seite 16. Sehr geehrter Herr Rabbiner Trepp, Sie waren, als Sie die Leitung der jüdischen Gemeinde in Oldenburg 1936 übernahmen, also schon unter den Nationalsozialisten, erst 23 Jahre alt. Wie kam es, dass Ihnen schon so früh eine so große Verantwortung übertragen wurde? Rabbiner Leo Trapp: Das kam daher, dass ich in jüdischen Studien schon von Kindesbeinen an zu Hause sehr stark gefördert worden bin. Dann noch ein Jahr in der Talmundschule in Frankfurt-Main war und schließlich in Berlin am Rabbinerseminar studiert habe, wo ich auch ordiniert wurde. Es war sehr früh, aber es war so. Es war sicher nicht der schönste Anfang eines Berufsweges. In jedem Gottesdienst waren 2 Gestapo-Beamte, die jedes Wort aufschrieben. Ich war auch bei allen Rasseschande-Prozessen dabei. Ich habe Menschen besucht und sie beraten, Tag und Nacht. Einerseits musste man aufbauen, andererseits musste man sehen, wie man die Menschen rauskriegt. Es war schlimm. Es gibt Erfahrungsberichte, wonach bei vielen Menschen ein auffallender Gesinnungswechsel mit der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten einherging. Wie haben Sie das in Ihrem Umfeld wahrgenommen? Die Einstellung vieler Menschen hat sich nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten abrupt geändert. Ich habe zum Beispiel einen Lehrer gehabt, der mich auf der Straße ganz plötzlich nicht mehr gegrüßt hat. Und ein anderer Lehrer, mit dem ich ganz eng war, wurde zu einem rabiaten Nazi. Er wollte nämlich Oberlehrer und Schulleiter werden. Es war so, wie schon ein jüdischer Gelehrter nach dem ersten Kreuzzug im Mittelalter schrieb: Die Freunde von gestern, die kennen uns heute nicht mehr. Und dennoch bin ich 1954 zurückgekommen. Zuerst mit meinen Studenten, denen ich Europa und Deutschland zeigen wollte. Und als ich dann durch Mainz ging, konnte ich die Straßen nicht mehr erkennen, denn alles war zerbombt. Das gab mir jedoch zugleich den Anstoß, immer wieder zurückzukommen. Mit einer physischen Erneuerung der Stadt und des ganzen Landes muss und wird, so hoffte ich, es dann auch eine seelische Erneuerung geben. Geprägt durch meine Erziehung, das Judentum erkennt den Kindern niemals die Schuld der Eltern zu, dachte ich, ich könnte vielleicht an dieser Erneuerung mitwirken. Zum Teil ist es gelungen. Zu einem anderen Teil bin ich sehr besorgt und bedrückt über die Wiederkehr des Antisemitismus. Hat es etwas gegeben, das Ihnen die Kraft gegeben hat für Ihre Arbeit als Landesrabbiner? Das Judentum und besonders die Orthodoxie waren in Deutschland ja im 19. Jahrhundert durch den Rabbiner Samson Raphael Hirsch aus Hamburg, der 10 Jahre in Oldenburg lebte, modernisiert worden. Hirsch hatte gesagt: Ihr müsst ganz fromm sein, aber ganz deutsch.
erforderte also eine vollkommene Eingliederung in Wesen und Kultur der Umwelt. Mein Vater, der ein Kaufmann und ein sehr frommer Mann war, führte mich ein in die hebräische Sprache, in den Talmud, aber gleichzeitig auch in Shakespeare, Schiller, Goethe und Lessing, in die bildende Kunst und in die Musik. Oper ist für mich bis heute eine Sucht geblieben. Nach meiner Ankunft in Oldenburg riet man mir allerdings, besser nicht ins Theater zu gehen, das gebe Ärger. Also mussten wir dann für Vorträge und Konzerte Leute aus Berlin holen. Haben Sie in dieser Zeit auch positive Erfahrungen gemacht? Als ich schon weg aus Oldenburg war, also nach 1938, gab es einen Pfarrer, der hieß Walter Spitter. Der hat öffentlich in seiner Gemeinde die Spenden und vor allem zu Lebensmittelspenden für die Juden aufgerufen und sie dann verteilt. Dafür wurde er an die Ostfront geschickt, wo er umkam. Im katholischen Südoldenburg gab es einen starken Kontrast. Einerseits mussten wir die Synagoge zu einem Ruheraum umbauen und hatten nur noch einen ganz kleinen Gebetsraum. Andererseits gab es Fälle wie etwa die Beerdigung einer Frau, die im Ersten Weltkrieg im Lazarett gearbeitet und sich sehr verdient gemacht hatte. Sie war alt und blind, in der Bevölkerung außerordentlich beliebt und hatte noch vom Großherzog eine Auszeichnung bekommen. Als sie gestorben war, drohten die Nazis, sie würden bei der Beerdigung jeden filmen, der es wagte, mitzugehen. Bei der Beerdigung war die Straße aber dann schwarz von Menschen. Alle aus dem Ort waren gekommen und bis zum Friedhof mitgegangen. Dieser Mut war sicher auch dem Einfluss von Kardinal von Galen zu verdanken. Hatten Sie seinerzeit Kontakte zur katholischen Kirche in Südoldenburg? Nein, Kontakte im heutigen Sinne gab es nicht. Heute bin ich zum Beispiel in Mainz ganz eng mit Kardinal Lehmann befreundet, der mir zu meinem 90. Geburtstag die Laudatio gehalten hat. Ich habe in jeder Kirche in Mainz schon gepredigt und er bei mir, was in Amerika übrigens gang und gäbe ist. Aber damals war es weder Kontakte noch gar einen Austausch. Das ging auch gar nicht. Sie dürfen nicht vergessen, wir Juden waren ganz allein auf uns gestellt. Kontakte mit uns waren ja verboten, es sei denn, ganz offizielle. So war es schon eine große Ausnahme, dass ich es zum Beispiel noch erreichte, dass in Oldenburg eine jüdische Volksschule, die vom Staat unterhalten wurde, eingerichtet worden ist. Ich hatte gesehen, dass die jüdischen Kinder im Land es an den staatlichen Schulen nicht mehr aushalten konnten. Wir mussten deshalb eine eigene Schule im jüdischen Gemeindehaus neben der Synagoge einrichten. Als ich die Eingabe an die Regierung machte, die auch befürwortet wurde, erklärte mir der zuständige Ministerialdirektor, er denke nicht an eine Religionsschule, sondern an eine Rassenschule mit einem arischen Lehrer. Ich habe ihm geantwortet, das geht doch nicht. Der Lehrer wird die Kinder hassen und die Kinder werden den Lehrer hassen. Das hat ihm offenbar eingeleuchtet. Da wir die Schule im Gemeindehaus hatten, musste der Staat dafür Miete zahlen. Wir hatten zwei Lehrer, die wir bezahlten. Die Schule lief ganz ordentlich bis zur Pogromnacht am 9. November 1938, als die Synagogen brannten. Wie haben Sie es geschafft, noch 1938 aus Deutschland rauszukommen? Meine erste Frau war von unserer Heirat Kindermädchen in der Schweiz. Daher wusste sie, dass der englische Oberrabbiner jeden Sommer in St. Moritz war. Wir hatten noch die alten Studentenpässe ohne den Stempel J für Jude. So konnten wir schon vor der Pogromnacht den Oberrabbiner einmal besuchen
um auszuloten, ob er uns vielleicht mit auf die Insel nehmen würde. Er war sehr freundlich, doch zu mir sagte er ganz unmissverständlich: Sie sind der Kapitän des Schiffes. Sie müssen der Letzte sein, der das Schiff verletzt. Dann kam die Reichspogromnacht. Am Tag danach führte man uns Juden im Triumph durch Oldenburg, an der verbrannten Synagoge vorbei, wo die Zuschauer gemütlich ihre Pfeifchen schmauchten und sich unterhielten, als wäre nichts passiert. Wir kamen ins Gefängnis am Pferdemarkt und am Tag darauf begann der Abtransport der Männer ins KZ. Als die Frauen nach ihrer Verhaftung aus der Kaserne am Pferdemarkt rausgelassen wurden, schickte meine Frau ein Telegramm mit einem Satz an den Oberrabbiner: Das Schiff ist gesunken. Worauf er für uns sofort ein Visum nach England beantragte. Das ging zu diesem Zeitpunkt noch, wenn man nachweisen konnte, dass man innerhalb von 14 Tagen das Land verlässt. Ließen sie einen laufen. So kamen meine Frau und ich nach England. Ich habe noch mal richtig die englische Sprache gelernt und dann ging es ab nach Amerika. Sie leben nun seit 1939 in Amerika. Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Situation in den Staaten und die Kritik an Amerika in Europa? Wenn man jetzt viel Kritisches über Amerika hört, dann ist das alles zum größten Teil das Ergebnis der Regierungszeit von George W. Bush. Die Menschen in den USA sind gute Menschen, hilfsbereit und außerordentlich spendabel. Alle Kirchen in den Vereinigten Staaten finanzieren sich ausschließlich durch freiwillige Spenden. Besonders Liebe an meiner neuen Heimat San Francisco und dessen Umgebung. Die sanften Hügel und die großen Weinanbaugebiete erinnern mich ein bisschen an die Landschaft meiner Heimat rund um Mainz. Welche Bedeutung hat Oldenburg und das Oldenburger Land heute noch für Sie? Die Erinnerung an Oldenburg als eigener Staat und die Betonung des Oldenburgischen in der Gemeinschaft ist mir sehr lieb. Und Oldenburg hat heute eine jüdische Gemeinde, die ein Vorbild sein kann für alle Gemeinden in Deutschland. Sie hat in Frau Schumann eine sehr gute Vorsteherin und sie hatte in Bea Weiler eine hervorragende Rabbinerin. Die Gemeinde fing ja 1995 ganz klein an. Am Beginn standen Veranstaltungen an der Uni zusammen mit Professor Daxner. Danach mit Frau Schumann jahrelang in ihrem Atelier die Gottesdienste abgehalten. Herausragend ist die Integrationsleistung, vor allem in der Zeit von Bea Weiler. Spätaussiedler aus Russland, die ohne einen Buchstaben Hebräisch zu kennen ankamen, konnten nach 2 Jahren einen hebräischen Gottesdienst leiten. Der Gemeinde ist es außerdem gelungen, alle ihre neuen Mitglieder auch in Arbeit zu bringen. Haben Sie eigentlich je überlegt, wieder nach Deutschland zurückzukehren? Nein, das habe ich nie. Deutschland ist meine alte Heimat und meine Familie hat eine ganz innige Verbindung zu Deutschland. Bis 1450 ist die Familie meines Vaters lückenlos in Mainz bzw. Fulda zurückzuverfolgen. Als ich 1938 wegfuhr, habe ich noch meinen Onkel besucht. Er war Kultusbeamter und Prediger in der jüdischen Gemeinde von Osnabrück. Ich habe ihn gefragt, warum er nicht weggehe. Da hat er mich daran erinnert, dass er in der Marne-Schlacht schwer verwundet worden war. 3 Monate lang überhaupt nichts mehr sehen konnte. Seine Beine waren kaputt und im Rücken steckte bis 1922 ein Schrapnell. Für das, was ich dem Vaterland gegeben habe, wird man mich doch wenigstens in Ruhe lassen, sagte er damals zu mir. Er ist dann auch ins KZ gekommen. Von seinen 2 Kindern wurde eines ermordet, eines ist heute in Israel.
Nun, ich bin in Amerika geblieben. Das Land hat mir das Leben gerettet und gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit. Ich könnte, wenn ich wollte, in ein paar Stunden einen deutschen Pass haben, aber ich will es nicht. Mit Amerika fühle ich mich tief verbunden. Meine Tochter und meine Enkelkinder sind dort geboren. Es ist meine neue Heimat geworden, obwohl der Verlust der alten Heimat immer schmerzlich wach bleibt. Die Ermordung und Vertreibung der Juden aus Deutschland war ein in seiner Dimension einmaliges Verbrechen, das sie auch aus der Geschichte eines sich über Jahrhunderte hinziehenden Antisemitismus entwickelte, der die Juden in Deutschland zu Sündenböcken für alles stempelte. Und das ist es, was mir auch heute noch Angst macht, dass so etwas in Deutschland wiederkommen könnte. Mein Deutschland ist ein Land, das heute ein Vorkämpfer für Menschenrechte ist und gegen den Hass unter den Völkern antritt. Deswegen komme ich auch immer wieder nach Deutschland. Sehr geehrter Herr Rabbiner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das Gespräch führte Gabriele Henneberg. Wangerooge hält die Oldenburger Fahne hoch. Bürgermeister Holger Kohls über die Besonderheiten der Insel, über das Sanddefizit und die Verbundenheit mit Oldenburg. Kulturland, Ausgabe 2, 2010, Nummer 144, Seite 2. Herr Kohls, lassen Sie uns mal so anfangen. Wo macht der Bürgermeister und Kurdirektor von Wangerooge Urlaub? Holger Kohls, weit weg, vor allem um Abstand zu gewinnen vom Arbeitsalltag hier. Kurioserweise muss das Ziel in der Regel aber eine Insel sein oder zumindest eine Küste. So fliegen wir seit etlichen Jahren gern an die türkische Ägäis, meistens im Oktober. In den 13 Jahren, in denen ich nun Kurdirektor bin, habe ich noch keinen Tag Urlaub im Sommer gemacht. Kommen wir zum Urlaubsziel Wangerooge. Was hat Wangerooge, was die anderen ostfriesischen Inseln nicht haben? Das ist nicht leicht zu beantworten. Sicherlich ist es ein Vorteil, dass unser Hauptbadestrand mit den 1300 Strandkörben unmittelbar an die Strandpromenade grenzt. Weil der Ort genau in der Mitte der Insel liegt, haben wir 4,5 Kilometer Strand nach Westen und 4,5 Kilometer Strand nach Osten, alles quasi direkt vor der Haustür. Das gibt es so auf keiner anderen Insel. Und wenn Sie jetzt mal aus dem Fenster schauen, sehen Sie eine zweite Besonderheit Wangerooges. Die Gäste können den Schiffsverkehr auf drei großen Schifffahrtsstraßen beobachten. Auf dem Jade, dem Weser und am Horizont auf dem Elbe-Fahrwasser. Manchmal liegen an die 30 Schiffe gut sichtbar auf Rede. Schließlich die Fahrt mit der Inselbahn durch die Salzwiesen und die Lagune im Westen. Das gibt es auch nur auf unserer Insel. Wangerooge gilt als besonders familienfreundliche Insel. Sind Familien immer noch die wichtigste Zielgruppe? Auf Familien allein lassen sich unsere Zielgruppenanalysen nicht mehr reduzieren. In den Sommerferien ist sowieso jede Insel eine Familieninsel, denn da kommen eben Eltern mit ihren Kindern. Dass Wangerooge sich in der Vergangenheit den Ruf als Familieninsel erworben hat, hängt auch damit zusammen, dass wir 8 Schullandheime beherbergen, darunter das Oldenburgische Jugenderholungswerk. Die meisten dieser Heime sind längst keine reinen Schullandheime mehr, sondern haben sich auch erwachsenen Gästen geöffnet. Was aber die Jugendlichen und die Kinder anbelangt, die mal ein paar Tage im Schullandheim waren, so beobachten wir mit Genugtuung, dass viele später als Erwachsene wieder auf die Insel kommen, oft auch mit ihren Kindern.
Die Inseln gelten als bevorzugtes Ziel für Gäste aus Nordrhein-Westfalen, speziell aus dem Ruhrgebiet. Das wandelt sich allmählich. Im Ruhrgebiet haben wir doch heute eine ganz andere Situation. Die Zeiten, als die Menschen aus dem Ruhrgebiet zu uns kamen, um reine Luft zu tanken und sich zu regenerieren, sind passé. Die Zahl der Gäste aus Nordrhein-Westfalen geht langsam, aber kontinuierlich zurück. Dagegen steigt der Anteil der Gäste aus Süddeutschland oder auch aus dem benachbarten Ausland, aus Österreich, der Schweiz und Holland. Unser größtes Plus ist aber immer noch, dass etwas mehr als die Hälfte unserer Gäste Stammgäste sind, die wir auch sorgsam pflegen. So veranstalten wir in Regionen, aus denen viele Stammgäste kommen, eigene Stammgastmessen, natürlich auch, um neue Gäste zu gewinnen. Hat die Konkurrenz auf den anderen Inseln ein ähnlich treues Stammpublikum? Um es gleich klarzustellen, die anderen Inseln sind keine Konkurrenz, sondern Mitbewerber. Untereinander haben wir überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, wir arbeiten in vielen Bereichen, wie zum Beispiel im Marketing, eng und überaus erfolgreich zusammen. Wir sind selbstbewusst genug, denn wir wissen, dass wir als ostfriesische Inseln eine der bevorzugten Urlaubsdestinationen in Deutschland sind. Die Inseln und die Nordseeküste gehören zu den Destinationen mit den höchsten Urlauberzahlen und Übernachtungsbuchungen. Wangerooge selbst, bekanntlich auch staatlich anerkanntes Nordseeheilbad, hat 110.000 Gäste und 950.000 Übernachtungen im Jahr. Ich glaube, damit kann man sich schon sehen lassen. Wie beurteilen Sie den Wettbewerb mit den Touristenorten an der Ostseeküste, die ja nach der Wende eine neue und moderne Infrastruktur haben aufbauen können und zu ernsthaften Mitbewerbern wurden? Nach der Wende haben wir unsererseits versucht, um Gäste aus den neuen Bundesländern zu werben, was anfänglich auch gelang. Heute sind wir wieder fast auf dem Stand von vor der Wende. Es kommen nur noch wenige Ostdeutsche. Sie nehmen offenkundig lieber den direkten Weg an die Ostsee. Was den Wettbewerb mit den ostdeutschen Regionen in den vergangenen 2 Jahrzehnten anbetrifft, so haben wir immer mithalten können, trotz der dicken finanziellen Förderung, die in den Osten geflossen sind. Wir haben ja eine gute Infrastruktur und mussten diese nur auf den aktuellen Stand bringen. Und was uns störte und noch stört, ist, dass die Förderung in den neuen Bundesländern über einen derart langen Zeitraum lief und jetzt das, was bereits einmal großzügig gefördert wurde, sogar erneut gefördert wird. Das sehen wir kritisch, ohne dass darunter das gute Verhältnis zu den ostdeutschen Kurorten leiden würde. Zu einem weniger erfreulichen, weil ziemlich teuren und aufwendigen Thema. Wangerooge kämpft gegen die Erosion im Westen der Insel. Jedes Jahr müssen zigtausende von Kubikmetern Sand vom Osten in den Westen zurücktransportiert werden, um die Hauptstrände aufzufüllen. Zunächst: Alle ostfriesischen Inseln haben eine negative Sandbilanz. Wir verlieren mehr Sand, als wir dazu bekommen. Es gibt dafür keine wirklich ausreichende Erklärung. Es hängt mit den Sturm- und Orkanfluten zusammen, auch mit den Riffbögen nördlich der Seegats zwischen den Inseln und mit der West-Ost-Drift. Auf Wangerooge scheint es deshalb besonders problematisch zu sein, weil wir das künstliche Fahrwasser vor der Insel haben. Das Wangerooger Fahrwasser, das ins Jade-Fahrwasser übergeht, wo auf mehr als 9 Kilometern Länge permanent auf 18,5 Meter Tiefe gebaggert und jenseits des Fahrwassers verklappt wird.
Bei Sturmfluten wird zudem, weil wir keinen sehr tiefen Strand haben, unser bisschen Strand weggespült, sodass wir im Osten der Insel Sand von der Sandplatte entnehmen müssen, um ihn wieder aufzufüllen. Ohne mich in Einzelheiten zu verlieren, in Sandaufspülungen und Küstenschutz auf der Wattseite und am Nordufer werden Bund und Land auf Wangerooge in den nächsten Jahren annähernd 50 Millionen Euro investieren. Neben Norderney und Jüst ist das die kostenaufwendigste Küstenschutzmaßnahme auf den Inseln. Ein weiteres heikles Thema. Sie befürchten die geplanten Offshore-Windkraftanlagen, zumal in Sichtweite der Insel, könnten die touristische Entwicklung hemmen. Die Grundposition aller Inseln ist, dass wir küstennahe Windkraftanlagen ablehnen. Einmal, weil sie das Landschaftsbild verschandeln und der unendliche Blick auf den Horizont mit den Wellen und sich ständig verändernden Wolkenspiel und den Leuchttürmen als Fixpunkte auf See verstellt wird. Zum anderen, weil sie in unmittelbarer Nähe der vielbefahrenen Schifffahrtswege ein großes Gefahrenpotenzial darstellen. Wir möchten es nicht erleben, dass eines Tages ein Tanker da draußen in einen Windpark verdriftet, auseinander oder über uns die Katastrophe hereinbricht. Man hat ja auch weitgehend darauf verzichtet, innerhalb der 12-Seemeilen-Zone Offshore-Anlagen auszuweisen. Lediglich vor Borkum nicht und eben leider auch vor Wangerooge nicht, wo in 13 Kilometer Entfernung gut sichtbar der Windpark Nordergründe entstehen soll. Wir haben bisher erfolglos vor dem Verwaltungsgericht dagegen geklagt. Es ist aber gegenwärtig noch alles offen, auch wenn vorerst nichts darauf hindeutet, dass man sich irgendwie noch arrangieren könnte. Die Inseln waren anfangs auch nicht gerade glücklich, als der Nationalpark Wattenmeer ausgewiesen wurde. Mittlerweile scheint sich das zeitweise gespannte Verhältnis zur Nationalparkverwaltung entspannt zu haben. Trifft diese Einschätzung zu? Ja, wir leben im und mit dem Nationalpark und können auch mit dessen Vorschriften leben. Seit im Jahr 2001 das Nationalparkgesetz in modifizierter Fassung verabschiedet wurde, in der viele unserer Einwände berücksichtigt worden sind, gibt es, abgesehen von gelegentlichen kleineren Reibereien und Hakeleien, kaum mehr nennenswerte Konflikte. Das Verhältnis hat sich normalisiert. Mittlerweile ist das UNESCO-Weltnaturerbe Prädikat hinzugekommen, das uns hoffen lässt, zusätzliche Kurzzeitgäste gewinnen zu können. Es erfordert allerdings, dass wir uns auf diese Gäste hin ausrichten, etwa durch einen mehrsprachigen Internetauftritt und mehrsprachige Broschüren sowie durch ein neues Konzept für das schon heute recht gut besuchte Nationalparkhaus. Das Wangerooger Nationalparkhaus wird künftig wahrscheinlich den Vogelzug als sein Schwerpunktthema herausstellen. Die Insel Wangerooge ist eine der ostfriesischen Inseln, aber als einzige gehört sie nicht zu Ostfriesland, sondern zum Landkreis Friesland und ist damit Teil des Oldenburger Landes. Hat diese Zugehörigkeit noch eine Bedeutung? Wir leben noch in dieser alten Tradition. Und wenn Sie auf die Insel kommen, dann wird Ihnen auffallen, dass auf dem alten Leuchtturm immer die Oldenburger Flagge weht. Und es fällt auch ins Auge, dass sämtliche Oldenburger Grafen und Herzöge und deren Gemahlinnen in Straßennamen verewigt wurden. Richtig, alles, was Rang und Damen in der Geschichte des Oldenburger Landes hat und dazu beitrug, das Seebad Wangerooge zur Blüte zu bringen, ist verewigt.
Die Verbundenheit mit dem Oldenburger Land und dem Jeverland wird hier durchaus noch gelebt. Außerdem haben wir viele Oldenburger als Urlaubsgäste und als Besitzer einer Zweitwohnung auf der Insel. Unvergessen ist auch das Engagement des Oldenburger Turnerbundes, der 1932 den neuen Westturm errichtete. Haben Sie einen Tipp für Gäste, was Sie sich auf der Insel keinesfalls entgehen lassen dürfen? Auf jeden Fall sollte man einmal auf die Aussichtsplattform auf dem alten Leuchtturm steigen und, wie schon gesagt, die Fahrt mit der Inselbahn vom Westanleger ins Dorf mitten durch den Nationalpark, einen Sonnenuntergang von der oberen Strandpromenade aus mitzuerleben, sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Und sei es nur, um festzustellen, dass die Sonne am Mittelmeer auch nicht schöner und dramatischer untergeht. Eine abschließende Frage: Was ist Ihr Lieblingsplatz auf der Insel? Ich fahre immer wieder gern in den Osten der Insel, in die dortigen Dünen, um einfach mal ganz tief durchzuatmen. Durch das Gespräch führte Rainer Heude. Entspannt am Strand. Seit dem 19. Jahrhundert locken Strandkörbe zum Verweilen an der Küste. Viele holen sich das Urlaubsgefühl inzwischen in den heimischen Garten. Von Torben Rosenbohm. Kulturland, Ausgabe 2, 2023, Nummer 196, Seite 10. Nochmal eben die Haare richten, sagt Mike Haag und erntet ein schallendes Lachen. Der Versuch, die Frisur in Ordnung zu bringen, ist an diesem Vormittag zum Scheitern verurteilt. An der Nordsee weht eine frische Brise. Aber das ist hier ja ohnehin eher Regel als Ausnahme. Haag und seine Kollegin Maike Lehrhoff wissen ihren Arbeitsplatz trotz der zuweilen widrigen Umstände zu schätzen. Sie kümmern sich am Hoxiler Strand um defekte Strandkörbe. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Dieses oft gehörte Zitat passt in diesem Fall tatsächlich perfekt. Zu tun ist immer was, betont Maike Lehrhoff. Allerdings stünden aktuell überwiegend Kleinstreparaturen an. Schließlich seien die Körbe erst vor kurzem aus dem Winterlager geholt worden. Mitte April startet die Saison. Kurz zuvor werden die Sitzmöbel mit dem besonderen Flair am Strand platziert, inklusive letzter Qualitätsprüfung vor Ort. Wunderte man sich früher im Urlaub an diversen Stränden gelegentlich über die kuriose Ordnung der durchnummerierten Körbe, sind sie heute, im Wangerland zählt man 1200, zur besseren Orientierung ordentlich in aufsteigender Nummerierung aufgestellt. Bis vor einigen Jahren zeichnete sogar ein eigener Strandkorb-Doktor für die Instandsetzung verantwortlich. Enno Bauer kümmerte sich über 20 Jahre lang um alle Reparaturen. Rund 4000 Körbe gingen durch seine Hände. Inzwischen hat die Wangerland-Touristik über die auch die Vermietung in Schillig, Hoxiel und Horumersiel läuft, diese Aufgabe übernommen. In Hoxiel beispielsweise sind das Mike Haag und Maike Lehrhoff, die an diesem windigen Vormittag gerade einen defekten Korb wieder in Form bringen. Strandkörbe sind wohl das Symbol schlechthin für den Tourismus an der deutschen Nordseeküste. Die Geschichte der Vorläufer dieses sehr speziellen Möbels reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Wohl in den 1870er Jahren wurden sie schließlich als Strandinventar sichtbar
und es tauchten die ersten Exemplare in Bereichen auf, an denen sie bis heute zu finden sind. Die Idee ist im Kern unverändert. Mit Blick aufs Meer, solange es gerade dank Flut zu sehen ist, und gegebenenfalls mit Schutz vor der direkten Sonneneinstrahlung, eine gute Zeit zu verbringen. Nicht nur im Wangerland, auch auf den Inseln gehört der Strandkorb für viele Urlauberinnen und Urlauber genauso fest zum Programm wie ein Fischbrötchen oder ein Spaziergang mit den Füßen im Wasser. Die Wahrscheinlichkeit, in einem Modell zu sitzen, das im ostfriesischen Detanalee entgefertigt wurde, ist dabei recht groß. Schon der Weg zur Produktionsstätte der Deko Fries GmbH, einem der bundesweit größten Anbieter von Strandkörben, weckt Urlaubsgefühle. Die Anfahrt erfolgt entlang des Südgeorgs-Feen-Kanals, vorbei an viel Grün und grasenden Kühen. Es herrscht Hochbetrieb, sagt Thomas Moore lachend. Und er verweist auf die vielen fleißigen Kolleginnen und Kollegen, die hier die Objekte der touristischen Begierde auslieferungsfertig machen. Rein touristisch ist das Thema aber längst nicht mehr. 80-85%, so schätzt Moore, gehen an die private Kundschaft. Die Menschen holen sich das Urlaubs- und Strandgefühl zunehmend nach Hause. In den letzten 3 Jahren hat das Geschäft noch einmal deutlich angezogen, blickt er zurück. Die Corona-Zeit war ein Wachstumsmotor. Die Betriebsamkeit im April überrascht ihn nicht. So richtig los geht es in jedem Jahr, wenn es draußen schöner wird. Wenngleich die Temperaturen in diesem Frühjahr noch nicht im Komfortbereich gelandet sind, steigt die Zahl der Bestellungen kontinuierlich an. Und wenn die Online-Kundschaft ein bestimmtes Modell erwirbt, setzt sich in Detanalee ein fester Ablauf in Gang. Im Werk gibt es eine eigene Näherei, in der sich neben Standardbezügen auch besondere Motive finden. Ein Stoff zeigt beispielsweise unter dem Wort Oldenburg einige markante Gebäude der Hundestadt. Im Regal liegen zudem Exemplare für Hamburg oder Köln und natürlich Ostfriesland. Die handgeflochtene Rohware komme aus Indonesien, erklärt Moore. Wer dem Team zuschaut, erkennt, alles ist ebenfalls Handarbeit. Bezüge werden aufgespannt, Kissen gefüllt, Schrauben festgezogen und alle Bedienelemente auf Herz und Nieren geprüft. Erst wenn wirklich alles perfekt ist, wird der Strandkorb verpackt und der Urlaub zu Hause kann beginnen. Das Thema Strandkorb ist derweil auch technisch längst in der Moderne angekommen. Natürlich könne man seinen Platz immer noch vor Ort mieten, sagt Larissa Strangmann, Marketingleiterin bei der Wangerland Touristik GmbH. Rund 50% der Buchungen erfolgten mittlerweile allerdings online. Dort könne man seinen Wunschkorb vorab buchen und später vor Ort bequem freischalten. Und man laufe zusätzlich nicht Gefahr, möglicherweise anzureisen und dann leer auszugehen. Die Vielfalt der Angebote hat sich im Verlauf der Jahre deutlich erweitert. Neben den klassischen Modellen stehen breitere Komfortkörbe bereit. In Huxiel, Schillig, Dangast und auf Wangerooge kann sogar die Nacht in einem Schlafstrandkorb an der Küste verbracht werden. Man hat das hier dann praktisch komplett für sich, sagt Larissa Strangmann nach einem kurzen Abstecher zu diesem ganz besonderen Exemplar. Selbst bei authentischem Schiedwetter lässt es sich dank solider Abdichtung darin bestens aushalten. Der Blick nach draußen ist selbst bei geschlossenem Dach weiterhin möglich. Und die Innovationen gehen weiter. Das Wangerland lockt sogar mit einer Strandkorbsauna, die zwischen Schillig und Hurumasil
auf dem Grünstrandabschnitt steht. Barrierefreie Strandkörbe gehören ebenfalls längst zum regulären Angebot. Außerhalb Deutschlands sind Strandkörbe eher exotische Ausnahmen. Weder an den Stränden noch an den heimischen Gärten ist es in anderen Ländern üblich, dieses spezielle Möbelstück aufzustellen. Wir hatten neulich eine Bestellung aus Frankreich, sagte Thomas More schmunzelnd. Es war allerdings eine Deutsche, die ihn bestellt hat. Ein sehr deutsches Phänomen also, denn auch in den benachbarten Niederlanden wurden die Körbe nur phasenweise fast zum Massenphänomen, bevor sie wieder weitgehend verschwanden. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. In den de Vries-Ausstellungsräumen in Apen fällt der Blick unter anderem auf den 6-Personen-Strandkorb, die Gauche Lounge. Diese wird in Kooperation mit dem renommierten Sylter Gastronomen Gosch neu aufgelegt. Es gibt sogar einen Strandkorb für Hunde, der für Katzen sei, wie Thomas More informiert, in Planung. Wer mehr über die lange Geschichte des Strandkorbs wissen möchte, ist übrigens in Apen goldrichtig. Es gibt das informative Strandkorbgeflüster mit Enno. Der ehemalige Geschäftsführer von de Vries, Enno Kramer, nimmt die Teilnehmenden mit auf eine unterhaltsame Zeitreise. Inklusive Besichtigung der Näherei und Produktion in Deterner Lehe gibt es unter www.tinjöl.com Enno Kramer. In Huxiel haben es sich Maik Haag und Maike Leerhoff inzwischen natürlich im Strandkorb gemütlich gemacht. Für das passende Motiv winkt eine kurze Pause von der Arbeit mit dem Meer, das tatsächlich gerade anwesend ist, im Rücken. Die Sonne lacht wie auf Bestellung, der Wind weht vor sich hin, die Frisuren wirbeln munter durcheinander. So lässt es sich definitiv aushalten, sogar wenn man ordentlich zu tun hat. Der defekte Strandkorb, an dem die beiden gerade tüfteln, muss kurz warten. Ein Strandkorb steht im Schnitt 7 bis 10 Jahre in Huxiel, bevor er ausgemustert wird. Wenn seine Zeit an der Küste zu Ende geht und er nicht gerade einen Totalschaden erlitten hat, erhält er aber zumeist noch ein zweites Leben. Er wird versteigert oder verkauft. Das erfreut sich großer Beliebtheit, weiß Larissa Strangmann. Die Körbe für den touristischen Verleih müssten besonderen Qualitätsstandards entsprechen, betont Thomas More in Deterner Lehe. Schließlich seien sie an der Küste rund um die Uhr besonderen Widrigkeiten ausgesetzt. Regen, Sonne und Frisuren, zerstörender Wind wechseln sich in der Saison munter ab. 2 Strandkörbe brachten es übrigens zu regelrechter Berühmtheit. Zum einen der in maximaler Überbreite, in dem sich die G8-Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2007 im Heiligen Damm für das gemeinsame Foto setzten, und zum anderen das Exemplar des Fußballtrainers Volker Finke. Der nahm 6 Jahre lang an der Seitenlinie Platz in einem Modell von der Insel Langeoog, wo der Bundesligist SC Freiburg regelmäßig seine Trainingslager bestritt. Am Ende wurde es für den guten Zweck versteigert. Stolze 34.550 Euro kamen zusammen. Wer sich ein Stück Urlaub in den Garten holen möchte, kommt glücklicherweise deutlich günstiger davon.